Herzlich willkommen zur letzten Runde der Focus E-Bike Talks hier am ersten Tag auf dem Green Tech Festival. Ich begrüße diesmal Svelin Heuss von dem Klimaprojekt For Our Planet. Svelin, herzlich willkommen. Danke. Hattest du schon ein bisschen Gelegenheit, dich hier auf dem Green Tech Festival heute umzuschauen? Ja. Und was gab es so ein Konzept oder eine Entwicklung oder ein Thema, das dich besonders interessiert hat? Ja, ich bin ja seit dem späten Vormittag schon hier, habe mir die Aufstellung angeschaut, habe mir diverse Beiträge angeschaut auf der Konferenz. Und tatsächlich war der letzte Beitrag, den ich eben gerade gehört habe, mit der spannendste. Das war ein Panel, das sich drehte um die Frage der Transformation der Landwirtschaft. Also wie können wir eine Landwirtschaft haben, die einfach ein Stück weit ökologischer ist, die weniger das Klima schädigt, die weniger die Biodiversität schädigt. Und in diesem Zusammenhang ist Benedikt Bösel aufgetreten, ist ein junger, dynamischer Landwirt hier aus der Region. Der wird auch bei uns auf der Konferenz auftreten am 25. Oktober. Ich hatte heute schon einmal die Gelegenheit, ihn live hier zu erleben und als seinen Vortrag zu hören. Ich finde, dass er spannende Sachen macht. Und das war sicherlich auch einfach ein sehr interessanter Beitrag, den ich heute gehört habe. Vielleicht einfach mal als Erklärung, warum Svelin und ich uns einfach per Du hier gleich begegnen. Wenn kein Green Tech Festival ist und ausnahmsweise auch mal kein Corona, sitzen wir nämlich eigentlich beide nur 4 Büros entfernt in dem Büro von Hubert Burda Media in Hamburg. Denn For Our Planet ist die neue Klimainitiative von Hubert Burda Media. Svelin, was verbirgt sich hinter For Our Planet? Richtig, es verbirgt sich sogar mehr dahinter als Klima. Aber du hast schon recht, der Fokus liegt auf dem Thema Klimaschutz. Wir sind ein Nachhaltigkeitsprogramm aus dem Burda Verlag und sind angetreten dazu, neue Projekte zu entwickeln rund um das Thema Klima- und Umweltschutz. Das heißt, wir haben schon einen Fokus innerhalb der gesamten Nachhaltigkeit. Das ist ja auch ein sehr mittlerweile strapazierter Begriff. Was ist Nachhaltigkeit? Innerhalb der Nachhaltigkeit verbirgt sich eben halt auch der Umweltschutz, der Naturschutz, der Klimaschutz. Und das sind unterschiedliche Themen, die man verfolgen kann. Das heißt, wir haben es mit einem extrem ausdifferenzierten Thema zu tun. Wir haben tatsächlich einen Fokus auf Klimaschutz, weil wir sagen, dass wir die Erdüberhitzung in den Griff kriegen und dass es tatsächlich möglich sein wird, im größeren Maßstab zu dekarbonisieren. Das ist das Top-Thema dieser Zeit und das behandeln wir eben auf unterschiedlichste Art und Weise. Deshalb ja, wir haben den Fokus Klimaschutz, was aber nicht ausschließt, dass wir uns auch in den kommenden Monaten und Jahren mehr kümmern, auch um andere Themen wie Biodiversität oder vielleicht sogar noch um andere Themen der Nachhaltigkeit. Mhm. Ihr hattet jetzt als erstes Projekt sozusagen, als großes, das Klimamagazin, was ihr veröffentlicht habt. Wie war da die erste Resonanz, so, die ihr bekommen habt? Ja, das Klimamagazin, ich halte es jetzt vielleicht auch natürlich, mal an dieser Stelle gerne in die Kamera, weil man wirkt ja dann schon gerne mit den eigenen Produkten. Das Klimamagazin ist wirklich ein besonderes Projekt und ist eine Sonderveröffentlichung, die dem Fokus beiliegt, Focus Money und Chip. Die nächste Ausgabe wird sogar noch mehr Titeln beiliegen. Und es ist praktisch ein Magazin, was sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Was wir möchten ist, das Thema Nachhaltigkeit ein Stück weit aus dieser Nische rausholen. Es ist ja vielfach noch, auch in Redaktionen, ein Thema, was sozusagen als Spezialthema behandelt wird. Und wir zeigen mit dem Klimamagazin auf, dass Nachhaltigkeit eigentlich alle Themen durchzieht. Alle Wirtschaftsthemen, viele Politikthemen, Gesellschaftsthemen. Viele sind mittelbar oder unmittelbar tatsächlich im Zusammenhang zu bringen mit Nachhaltigkeit. Und wir denken auch in der Redaktion diesen Querschnitt und wollen zeigen, dass eigentlich Nachhaltigkeit ein übergeordnetes Thema für alles ist, mehr oder minder. Und das vielleicht mal so vorneweg. Mhm. Du hast eben gerade Wirtschaft als Beispiel genannt. Die erste Ausgabe vom Klimamagazin hat tatsächlich den Schwerpunkt grüner Wirtschaften, sage ich jetzt mal. Was sind so Themen, die ihr für die nächsten Ausgaben auf der Agenda habt? Ja, genau. In der ersten Ausgabe haben wir uns mit dem Thema Wirtschaft und insbesondere grüne Finanzen beschäftigt. Mit der Fragestellung, aber auch wirklich für jeden Einzelnen, was heißt es eigentlich, wenn ich mein Geld jetzt grün anlegen kann? Ja? Und dem sind wir so ein bisschen auf die Spur gekommen und haben, vielleicht fragst du da noch gleich nach, da kann ich mir dazu erläutern. Dann haben wir uns eben damit beschäftigt und festgestellt, es ist nicht leicht, sein Geld grün zu investieren. Wir haben da auch eine Reportage drin gehabt von einem unserer Autoren, Fabian Franke, der sich wirklich die Mühe gemacht hat, eine Reportage zu machen und unterschiedliche Anlaufstellen einfach mal zu befragen. Ich will mein Geld grün anlegen, wie mache ich das am besten? Und dann geht er zur DKB Bank beispielsweise
oder er hat sich an den Verbraucherschutz gewendet in Bremen und er ist zur BaFin gegangen und hat sich da auch nochmal informiert. Er bekommt unterschiedliche Antworten und somit versuchen wir dem Leser und der Leserin zu zeigen, es gibt schon eine Möglichkeit, sich da zu orientieren. Es ist nicht ganz einfach, aber A, es ist wichtig, dass wir unser Geld grün anlegen können, dass wir damit auch eine Steuerungsmöglichkeit haben als Privatmenschen oder als Kleininvestoren. Das heißt, wir haben eine Marktmacht und es geht darum, wie wir sie richtig einsetzen. Ja? Das war da wichtig. Vielleicht kommen wir noch mal darauf zurück, wenn du fragst nach dem nächsten Klimagazin, damit das den Schwerpunkt haben, Mobilität. Wir beschäftigen uns einfach mit den, sagen wir mal, innerhalb dieses Gesamtspektrums, mit den Fragen, von denen wir meinen, sie brennen so ein bisschen unter den Nägeln. Mhm. Um mal so ein bisschen mir das neugierig zu machen. Ja, wir sind ja natürlich alle gespannt. Mobilität ist ja auch hier auf dem GreenTech Festival ein ganz wichtiges Thema und beschäftigt uns vom Focus E-Bike Magazin natürlich auch auf die eine oder andere Art und Weise immer mal wieder oder mehr. Ist das E-Bike für euch dabei ein wichtiger Faktor in Sachen Mobilitätsänderung, Umdenken? Also man kann feststellen, dass das E-Bike und das Fahrrad als solches, und da würde ich jetzt mal das E-Bike und das normale Fahrrad dazu zählen, ist eines der wichtigsten Schlüssel, die für die Verkehrswende eine Rolle spielen. Weil wir sprechen ja, wenn wir jetzt mal denken an die Metropolen in Deutschland, an die großen Städte beispielsweise, aber auch an die kleineren Städte, wir reden darüber, dass jetzt im großen Maßstab Verkehr in der Zukunft anders gedacht und geplant wird. Mhm. Und da spielt das Fahrrad tatsächlich eine Schlüsselrolle. Mhm. Du warst jetzt dabei, Verkehr wird anders gedacht, man muss Finanzen anders denken. Das ist natürlich so ein bisschen kompliziert, gerade bei dem Beispiel Finanzen hast du es eben auch genannt, dass man im Moment noch sehr viel Eigeninitiative zeigen muss. Ist das auch für euch wichtig aufzuzeigen, dass es hier einfach ein komplettes Umdenken stattfinden muss, dass es hier neue Initiativen wie etwa For Our Planet und andere Sachen geben muss? Ja. Das wichtigste Anliegen des Klimagazins ist tatsächlich seine eigene Positionierung. Ich behaupte, die ist ja auch sehr einzigartig. Ich nenne es immer Umweltfeuilleton. Also Umweltfeuilleton begriffen als, wir brechen die Themen der Nachhaltigkeit auf die Gesellschaft und auf das runter, was mich am Ende des Tages betrifft und interessiert. Das ist unser Anliegen, weil es gibt ja viel gut gemachten Umweltjournalismus in Deutschland. Und ich glaube, es geht immer auch darum, nochmal zu sagen, wo ist eine Lücke und wo kann man nochmal einen Bedarf abdecken, den es eben halt auch gibt. Und mich haben immer viele Stimmen erreicht von Menschen, die gesagt haben, ich verstehe nicht immer jeden abstrakten Titel in der Tageszeitung. Ich bin einfach nicht, ich habe nicht so viele Vorkenntnisse, um jetzt so etwas wie die Klimastrategie 2030, 2050 der Bundesregierung irgendwo ja, mitverfolgen zu können. Und das können auch ehrlich gesagt nicht sehr viele, nicht weil sie es nicht wollen, weil sie einfach schlichtweg keine Zeit haben. Und unsere Aufgabe ist es schon, als Publizisten dafür zu sorgen, dass Menschen das Thema Nachhaltigkeit besser verstehen. Und wir fangen schon oft damit an zu sagen, Nachhaltigkeit ist ein bisschen komplex, es ist leider alles nicht so einfach, aber wir wollen, und das ist unsere Aufgabe, unser Auftrag hier auch als Journalisten, wir zeigen letztendlich schon möglichst, nicht einfach, aber möglichst auf den Punkt und mit einem Stück weit Orientierung geben, wo geht eigentlich die Reise hin, wo sind die größten und die wichtigsten Dinge, die man wissen sollte. Du sagst selber gerade, Nachhaltigkeit ist komplex. Es ist ja vor allen Dingen aktuell auch ein Begriff, den eigentlich jeder gerne nutzt, der großes Interesse immer hat, aber den jeder auch so ein bisschen anders definiert. Was ist denn, um das Komplexe mal einfach runterzubrechen, eure Definition von der Nachhaltigkeit? Ja, ich sage immer gerne, Nachhaltigkeit hat ja kein Copyright. Das heißt, jeder kann dieses Wort, also genauso wie auch übrigens der Begriff klimaneutral, der ja auch kein Copyright hat und der jetzt auch sehr viel benutzt wird. Das heißt, man kann ihn für verschiedenste Dinge einsetzen. Und um es sozusagen, um einen Maßstab zu haben, an dem man sich orientieren kann, sage ich immer, die UN, die hat die sogenannten SDGs entwickelt, die Sustainable Development Goals der UN. Das sind die Leitziele, die für uns als Menschen, als globale Gesellschaft wichtig sind, um in Richtung Nachhaltigkeit uns zu verbessern. Und zu diesen UN-Zielen, das sind 17 Stück, gehören eben ganz unterschiedliche Ziele. Da gehören soziale Ziele dazu, da gehören Themen der Diversity mit dazu. Da geht es also zum Beispiel auch um Gendergerechtigkeit. Es geht um das Thema Armut bekämpfen. Und aber ein sehr wichtiges Schlüsselthema ist auch Umwelt- und Klimaschutz. Und das deshalb umfasst praktisch die Nachhaltigkeit all das, was in den sogenannten SDGs erklärt wird. Nachhaltigkeit verbessern.
kann ja auf zwei Faktoren passieren. Also einmal kann ich ja sagen, ich kompensiere meinen CO2-Ausstoß, indem ich zum Beispiel Bäume pflanze dafür. Oder ich entwickle neue Technologien, damit es gar nicht erst zu diesem CO2-Anfall kommt. Gewichtet ihr das irgendwie? Gibt es da ein besser oder ein schlechter? Oder sagt ihr, ohne das kommen wir gar nicht aus, aber das brauchen wir auch dringend? Wie ist da so der Standpunkt bei euch? Ja, da sprichst du eines der größten Herausforderungen tatsächlich an, die jetzt existieren, auch für die Wirtschaft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Nämlich festzustellen, wo kann ich zunächst einmal vermeiden, CO2 oder Treibhausgase zu erzeugen. Mhm. Ich denke, das ist der Fokus. Wenn man jetzt mal so schaut auf auch die politische Regulierung, dann sieht man, dass der Weg genau dahin geht, CO2 zu bepreisen beispielsweise. Da geht es darum, wie teuer muss CO2 sein, um wirklich auch regulierend zu wirken. Und das ist letztendlich auch der Auftrag an die Wirtschaft, zu sagen, wo kann ich tatsächlich meine CO2-Emission, meine Treibhausgasemissionen verringern. Das ist der Fokus. Und wenn man von Kompensation spricht, was ja auch in aller Munde ist, da muss man eben halt Gesamtbilanz sehen. Es geht darum zu reduzieren. Und das, was man nicht mehr reduzieren kann im Augenblick und mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, das kompensiere ich dann, um in der Gesamtbilanz klimaneutral zu sein und dann wieder diesen Begriff zu nennen. Mhm. Aber wie gesagt, und um auf deine Frage ganz konkret zu antworten, reduzieren ist das Wichtigste. Wir müssen runter von den Treibhausgasemissionen. Gibt es denn trotzdem Beispiele, wo du sagst, in einigen Bereichen kann man den CO2-Anfall dann einfach gar nicht mehr weiter reduzieren und dann ist halt diese Kompensation auch der richtige Weg. Hättest du dafür irgendwie ein Beispiel, wo das auf jeden Fall für dich zählen würde sozusagen oder wo du sagen würdest, das ist genau so, da geht es halt nicht anders? Ja, also was wir journalistisch untersuchen werden, das sind ja genau die Felder, wo diese Fragen entstehen. Und ich nenne mal ein Beispiel für eine Branche, die natürlich auch letztes und vorletztes Jahr in aller Munde war, die Kohleindustrie. Also das ist praktisch ein Wirtschaftsmodell, das jetzt seinem Ende hinzugehen wird. Mhm. Irgendwann werden wir keine Kohle mehr fördern, keine Kohle mehr verbrennen. Das heißt, da gibt es einen ganzen Wirtschaftszweig, der sich umorientieren muss auf der einen Seite. Dann schauen wir mal, eben gerade sehr interessant, diesen Landwirtschaftspanel gehört. Dann schauen wir uns mal die Ernährungsindustrie an oder auch die Landwirtschaft als solches. Und da entstehen natürlich viele neue Konzepte, um praktisch sozusagen das Klassische, was wir auf dem Teller haben, auch das klassische Gemüse, ein Stück weit pestizidfreier herzustellen, ein Stück weit mehr ohne Düngemittel herzustellen. Dazu gehört ein neues Verständnis auch von Landwirtschaft und das setzt sich langsam durch und das ist das, womit sich dann natürlich auch die gesamte Branche für Lebensmittel auseinandersetzt in den nächsten Jahren. Ich merke gerade, ich bin total neidisch auf euch, weil ihr so viele Themenbereiche immer aufzählst man merkt, mit welcher Begeisterung ihr so jeden dieser Themenbereiche wirklich in so einem Deep Dive dann durchleuchtet und wirklich da richtig eintaucht und guckt, was ist da eigentlich gerade das Kernthema sozusagen, wie kann man hier rangehen. Du sagtest gerade zum Beispiel, die Landwirtschaft muss sich total verändern, hier muss ein Umdenken stattfinden. Heißt das für dich zum Beispiel auch, dass wir unseren Fleischkonsum komplett einstellen müssen oder extrem drosseln müssen oder ist das so ein Thema dabei? Oder, Ja, also ich gehöre ja nicht zu der Sorte der Prediger. Deshalb geht es ja nicht darum, jetzt irgendwelche Verbote auszusprechen, die sein müssten. Ich glaube, darum geht es nicht. Es geht mir jetzt in der Rolle, in der ich arbeite, es geht hier um die Magazin, unsere journalistische Arbeit, mir geht es darum, zu beobachten, was passiert in der Gesellschaft, zu kommentieren, einzuordnen, dafür zu sorgen, dass die Menschen verstehen, was um sie herum passiert und gleichzeitig natürlich sich auch eine Meinung bilden, um möglicherweise sich darauf einzustellen. Mhm. Beim Thema Ernährung sehen wir, dass immer mehr Menschen feststellen, okay, da scheint etwas sich zu verändern, da scheint sich auch etwas verändern zu müssen. Ich nenne nur ein Beispiel. Es werden in Deutschland 2 Millionen Tiere geschlachtet, regelmäßig. Und das bedeutet, in welchem Zeitraum? Entschuldigung. Täglich. Und das bedeutet, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen wollen, wie lange wollen wir das noch? Und wir uns die Frage stellen können, okay, wie sieht das Spektrum von Ernährung aus? Und das merke ich ja dann eben halt auch an vielen Menschen, die ich treffe, Konsumenten, die ich spreche. Der Wunsch ist schon da, auch umzudenken und auch Verhaltensweisen zu ändern. Und wir gucken praktisch als Klimagazin auf die Frage, zunächst einmal, wie sehen die Fakten aus? Also was ist auch wirklich wissenschaftlich erwiesen?
Und dann gehen wir eben in die unterschiedlichen Meinungen rein. Da wollen wir aber auch die Meinungen zu Worte kommen lassen, die eben nicht immer aus der grünen Ecke stammen. Weil wir natürlich auch uns damit auseinandersetzen, was machen denn die klassischen Industrien? Die können jetzt nicht so einfach umstellen. Die haben natürlich einen erheblichen Aufwand, umzustellen. Und die begleiten wir natürlich auch publizistisch. Mhm. Wie gesagt, wir haben jetzt schon über ganz viele Bereiche, Ernährung, Landwirtschaft, Wirtschaft an sich gesprochen. Was sind denn für dich so die drei Kernthemen, wenn es gilt, den Klimawandel aufzuhalten? Also woran müssen wir als erstes arbeiten oder was muss ganz oben auf die Agenda deiner Meinung nach? Also, wenn du mich das fragst, antworte ich jetzt etwas untypisch, weil eigentlich müsste ich jetzt mit einem Klimathema kommen. Stattdessen aber würde ich als erstes das Thema Biodiversität nennen. Und was meine ich damit? Unsere Landschaftsräume, unsere Naturräume, das Überleben auch vieler Tiergattungen, ja, und der Diversität von Natur, was wir haben. Das ist so ein bisschen in den letzten Jahren in den Hintergrund getreten, weil das Klimathema extrem dominant ist. Es ist wichtig, absolut wichtig, keine Frage. Aber dass nebenbei auch noch mal ein unfassbar großes Artensterben stattfindet, dass nebenbei immer mehr Landstriche geopfert werden oder auch Bäume und Wälder und Regenwälder gerodet werden, und damit dort eben Tierhaltung stattfindet, das ist eines der Probleme, die wir haben und das noch nicht, oftmals nicht genug im Bewusstsein ist. Mhm. Deshalb würde ich schon sagen, das ist ein riesiges Problem, was wir angehen müssen. Und wenn du mich fragst, ja, und in welchen Bereichen unseres täglichen Konsums findet das denn statt? Dann wäre meine Antwort, es sind unterschiedliche Schwerpunktbereiche. Einerseits Ernährung, du hast es eben erwähnt. Die Frage nämlich, wie ernähren wir uns in der Zukunft? Wir sind eine steigende Weltbevölkerung, immer mehr Menschen leben auf dieser Erde. Alle wollen sie ernährt werden. Können wir das noch in der Weise, wie wir es gewohnt sind? Ein Beispiel, um ein Kilogramm Fleisch zu produzieren, braucht es 15.000 Liter Wasser. Es braucht rund 300 Liter Wasser, um ein Kilogramm Gemüse herzustellen. Also das mal so als Gegenüberstellung. Das ist eine Riesenherausforderung und ich glaube, da wird es sicherlich noch mal mehr Veränderungen geben. Der zweite Bereich, Mobilität, ist auch absolut wichtig. Ist in Deutschland noch viel zu kurz gekommen in den letzten Jahren, wird jetzt massiv unter die Lupe genommen sozusagen. Mit der sogenannten Verkehrswende, also die Frage, wie bewegen wir uns in Zukunft im Mix aus ÖPNV, Fahrrad, das Auto weiterhin natürlich in irgendeiner Form, aber auch eben als Fußgänger durch die Städte. Das ist ein riesiges Thema. Last but not least würde ich dann nennen, noch vielfach auch etwas unterbelichtet, wobei natürlich sehr, sehr wichtig ist das ganze Thema Wärme und Energie. Wie heizen wir in Zukunft unsere Wohnungen? Wie können wir unsere Wohnungen in Zukunft energetisch sanieren? Ein riesiges Thema, auch für die gesamte Wohnungsbranche. Und ja, das sind nur drei der ganz großen Herausforderungen. Es liegt viel Arbeit vor euch, glaube ich, oder? Viel Arbeit, um darüber zu berichten und viel Arbeit, um auch die Diskurse voranzutreiben. Noch ein letztes Wort vielleicht zu For Our Planet. Wir sind nicht nur eine Dachmarke sozusagen für Publizistik. Wir werden auch in eigene Konferenz ins Leben rufen, werden dort dann über Nachhaltigkeit im Weiteren diskutieren, haben auch noch unterschiedliche andere Projekte. Gibt es für die Konferenz schon einen festen Termin? Richtig, gibt es. Den 25. Oktober in München. Okay. Jetzt schon mal einen Kalender eintragen. Auch da geht es um Nachhaltigkeit. Und du hast uns jetzt ganz neugierig gemacht auf das Klimagazin natürlich. Wenn ich jetzt das bisher noch nicht bekommen habe, kann ich das im Netz online nachlesen irgendwo? Oder? Haben wir jetzt sogar kostenlos zur Verfügung gestellt auf forourplanet.com. Das ist unsere Website. Haben wir eine E-Paper-Ausgabe vom Klimagazin und kann sich dort in Ruhe durchlesen. Also ich kann es nur empfehlen. Ich habe tatsächlich auch den Artikel gelesen von dem Kollegen, der versucht hat, sein Geld auf grünem Wege anzulegen. Fand ich super spannend und auch was für Hindernisse und Hürden der dort getroffen ist zum Teil und wie er sie dann auch gelöst hat. War wirklich spannend. Danke. Zwilin, ich danke dir für deinen Besuch hier auf dem Green Tech Festival und wünsche dir noch viel Spaß. Dankeschön. Und wir sehen uns spätestens dann auf der Konferenz von For Our Planet in München. Und vorher schon im Büro. Im Büro, hoffentlich mal wieder. Ja. Genau. Hoffentlich bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.